Weiter geht es mit einer neuen Dschungelhöllenfolge God of War Ragnarok. Freut mich, dass du da draußen mit mir gemeinsam wieder in der Hölle bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, bewerten, kommentieren, ihr kennt's. Der ewige Dschungel, werde ich hier jemals wieder rauskommen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich stolpe hier durch die Gegend und lande in einem Bossfight zum nächsten. Ein Drache fraß hier. Die Tiere hier sind nicht sehr groß. Ein Drache müsste ständig fressen, um hier zu überleben. Alter, ist das jetzt wieder ein neues Gebiet? Ey, das ist so heftig, ne? Ich lass die Heilung mal liegen. Das ist so heftig, dieser Dschungel. Eine Art Kälte. Sieht so aus. Alright. Fütterungszeit, ha? Okay, da muss ich ja super schnell sein. Achtung. So. Das war so nicht geplant, Junge. Noch ein Happen für den reinigenden Teich. So. Ein Besuch beim reinigenden Teich wäre angebracht, oder nicht? Ah, jetzt kann ich das hier noch bewegen. Und hier steht noch was. Stadt der Möglichkeiten. Wandkunst. 9 von 9. So, was ist da drin? Irgendwas Geiles? Oh, das letzte Amulettfragment. Was ist denn hier los? Ist... rüdelt weiter und weiter. Alright. Böse Bub. Er hat gepennt. Jetzt ist er tot. Tja, wer schläft, wird geschlachtet. Moment, hier waren wir doch schon. Was ist denn los mit den Viechern? Ihr seid aber nicht auf der Höhe, ne? So, nochmal hier ran. Vielleicht, wenn ich die Axt zurückhole. Brachten uns seine Raben nach Svantelfeld. Ich habe Dürrin gesehen. Er hat wirklich versucht, seine Arbeit zu machen. Wir taten so, als würden wir uns nicht kennen. Zumindest glaube ich, dass er so tat. Der Punkt ist, Odin schien nicht zu wissen, dass Dürrin uns bei der Suche nach hat. Okay, was genau muss hier rein? Müssen wir hier irgendwas einsperren, was reinlocken? Ein Tier? Dann kommt das Vieh? Okay, vielleicht ist das die Idee. Aber jetzt habe ich schon alles abgeschlachtet. Aber ich glaube, so könnte ich hier irgendwas anlocken. Alright, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zum Drachen. Den wollen wir endlich zerbatschen. Bruder, diese Orakel in deinem Land. Würdest du sagen, sie haben die Ereignisse manipuliert? Hatten sie einen Plan? Zweifellos standen ihre eigenen Interessen an erster Stelle, aber meiner Erfahrung nach ließen sie sich leicht von ihren eigenen Prophezeiungen täuschen. Aber wir machen ein andermal weiter. So, ich wollte nochmal ganz kurz hier tagsüber was gucken. Jetzt habe ich nämlich gerade gesehen, dass man da oben sich eventuell entlang bewegen kann. Also das, was wir eben gesehen haben, diese komische Arena, könnte so sein, dass man da Beute reinlocken muss. Sie hochfahren muss und dann kommt vielleicht ein Drache und frisst die Beute. Nee, hier kann man echt nichts machen. Das ist der Unterschlupf von der wilden Wut. So. Brauchen wir hier Nacht? That's the question. Wo bin ich denn hier hoch? Was ist das hier? Oh, Heilung. Kostenlose Heilung nehme ich gerne. Okay, versuchen wir es tagsüber. Das hier habe ich schon abgeschmissen. Ja, mir fehlt immer noch eins von denen hier. Ich, keine Ahnung, wo es sein soll.
Ich habe keine Ahnung, wo es sein soll. So, jetzt sind wir wieder hier bei diesen Klippen. Da drüben ist auch noch ein Gebiet. Also ist echt viel, was du ja erledigen musst. Kannst. Muss es ja nicht unbedingt. Aber mehr God of War finde ich immer gut. Also so gesehen. Klar, spiele ich gerne. Und Drachen will ich schlachten. Auch wenn ich Drachen sehr, sehr cool finde. Und ich sie natürlich lieber nicht schlachten wollen würde. Der Schreck in die Schuppen gefahren. Müssen sie trotzdem weg. Wenn wir dem Drachen nahe kommen, geht's um Leben und Tod. Verstanden? Ja. Ja, Vater. Es geht um Leben und Tod. Absolut kapiert. Da ist er. Na los! Oh, der ist lila. So, was hat er für Moves? Entdeckung! Wow. Okay. Junge. Hau alles drauf, was du hast. Und mehr. Und mehr, mein Sohn. Au. Geht so. Boah, ich kann ihn nicht mal blocken. Oh, das ist nicht gut. Doch, ist vielleicht doch ganz gut. Noch ist nicht verloren. Ah, der Drache ist aber böse. Böse, böse, böse. Oh, das ist ein Frostdrache, ha? Gib ihm. Oh, der wird eine richtig harte Nuss, das sehe ich jetzt schon. Vielleicht Heilung reinpacken. Und der ist weg. Wow, 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 wow. Der wanzt? Ah. Oh Mann. Oh Mann. Oh, Scheiße. Oh, Mist. Genau da ist er natürlich in der Luft. Entdeckung! Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott. Oh, verflucht. Sohn. Okay, Drache. Treffe ich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ah, doch. Boah, ich bin hochkonzentriert. Scheiß. No, 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 no. Was ist das denn? Oh, er macht den doppelten. Wow. No, no, ich bin tot. Verdammt nochmal! Was für ein Mistvieh! Der Leichenfresser! Autsch. Achtung! Wow. Oh, no! No! Komm schon. Ah, Mist. Genau, jetzt macht er den. Hier habe ich noch einen Stein. Okay, ich bin noch ein bisschen im Rennen. Oh, was macht er jetzt? Eisbomben. Eisbomben. Oh, shit. Kam nicht mehr weg. Ich war gefroren. Warte, warte, warte. Boah. Nein.
nicht gut. Oh shit, jetzt hat er mich. Oh Gott, der hatte nichts mehr. Wie ärgerlich, Mann, wie ärgerlich. Ja gut, jetzt verstehe ich, wie er funktioniert. Hat der Rage wirklich was gebracht? Ich finde den Rage so schwach, obwohl ich den gelevelt habe. Obwohl ich den Rage gelevelt habe und ausgebaut habe, finde ich ihn irgendwie doch recht schwach. So, warte, Sohn. Mhm. Mhm, das klingt eigentlich ganz nice. Sturmgewalt, ich weiß nicht. Das klingt gut. So, was kann ich im Jungen hier noch alles zudealen? Boah, das ist richtig nice. Okay, das ist auch nice. Gib dem Jungen. Okay, den kann ich ja schon voll ausbauen. Alright, Atreus ist voll ausgebaut. Das ist schon mal geil. So. Habe ich hier was Neues, Gutes? Okay, eingefrorene Gegner. Habe ich gelevelt? Habe ich gelevelt? Chaosklinge habe ich, soweit ich weiß, auch alles gelevelt, ne? Ja, ja. Beim Speer könnten wir mal leveln. Ich mag die Attacke hier, deswegen leveln wir die mal. Die ist aber teuer. Uff, ist die teuer. So, und bei Spartas Rage... Ich nehme mir Mut mit. Na los! Na los! Erstmal ins Nirgendwo geschossen. Nice. Vater, pass auf! Alter, ich hab ihn runtergenackt. Hol die Wölfe! Achtung! Junge! Oh no! Bist du in Ordnung, Kratos? Geht so! Los, brav! Au! Au! Au. Ey, wie blocke ich ihn da am besten? Das weiß ich noch nicht so genau. Aber geil, dass ich ihn runterbatschen kann. Uff. Uff. Das lief gar nicht wie geplant. Und diesmal habe ich ihn nicht runtergeholt. Vielleicht kurz bevor er landet. Warte. Jetzt gib ihm das hier. Na Mist. Da ist er weg. Oh, da hat er mich. Jetzt kommt wieder die Nummer. Verdammt nochmal! Lass uns runter, du Grabscher! Oh, kann ich's schaffen. What? Ich wollte eigentlich den hier machen. Oh mein Gott, ich bin tot. Gauliver!
Alter, der bekommt aber auch gerade fett Schaden. Oh, er macht noch einen, oder was? Alter, ich hab ihn. Obwohl ich mich so scheiße angestellt habe. Oi, oi, oi. Gib ihm, Sohn. Alter, was für ein geiler Finisher. Erledigt. Respekt. Dieser Oger steht auch so schnell wieder auf. Ich kann die Tiere hören. Die sind erleichtert. Vielleicht kommen sie bald raus. Ich glaube, wir haben die Drachenpopulation hier etwas eingedämmt. Ich höre schon den Unterschied. Die Beutetiere. Sie haben nicht mehr so viel Angst. Alter, das war nicht schlecht. Amulettzauber. Was habe ich hier bekommen? Regeneration. Für eine kleine Menge konstanter Gesundheitsregeneration. Oh, das ist nicht schlecht. Aber es ist immer noch zerbrochen. Das ist nicht schlecht. Weiß halt nicht, wie stark diese einzelnen Zauber hier sind. Ob ich jetzt noch hier oben vielleicht irgendwas finde für die Kiste da unten? Ich glaube, nein. Aber das Ding haben wir gut zerrissen. Jetzt halt nur noch die letzte Sache. Ah, warte, stopp. Da ist es. Das kann man nur von hier sehen. Was brauche ich denn? Ein C oder... Ich nenne es immer C. Ist halt klar, ist es... Ne, ein B. Ein B. Von da oben sah es aus wie ein C. Ich weiß, dass es kein richtiges... B oder kein richtiges C ist. Aber so kann ich halt es am besten beschreiben. Und ich bin dumm, okay? Cool. Ach, das Ding ist immer wieder hier. Boah, das heilt aber kräftig. Na, na, was mache ich denn jetzt? Da bin ich doch gar nicht hin. Total verblendet, der Mann. Ba, 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 ba. Da will ich hin. Jetzt schauen wir nochmal, ob da drüben potenziell ein Tierchen ist. Ein Apfel. 3 von 5. Sind es eigentlich dann die letzten? Oder gibt es dann auch irgendwie noch 6 Stück? Ich habe keine Ahnung, wie also, gigantisch das Spiel ist. Wie wurde Garm eigentlich eingefangen? Das war Tirs Werk. Er lockte die Bestie an einen sicheren Ort und lenkte sie ab, indem er sie an seinen Arm kauen ließ. Als die Ketten saßen und das Tor nach Helheim geöffnet war, biss Garm Tirs Arm aus Rache ganz ab. Aber Tyr fehlt gar kein Arm. Tja, er wuchs irgendwann nach. Er ist schließlich ein sehr findiger Gott. Moment, wo waren das jetzt? War das hier drüben? Ja, ich brauche euch. Und zwar hier drin. Hinter dir, pass auf! Oh. Davor war es besser. Junge, lenk die mal ein bisschen ab. Okay, das wird so nix. Hinter dir! Ja, 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 aber das wird so nix. Wo sind die jetzt? Immer noch da drin? Das Einzige, was ich machen könnte, die Zeit verlangsamen. Wenn du die Falle auslöst, das vielleicht den Drachen an. So. Ihr werdet gefressen. Guten Hunger da oben. Es hat geklappt. Gehen wir zum Drachenbau zurück. Ein Schlackhorn. Ein Schlackerlackerhorn. Wie gehe ich denn nochmal zum Drachenbau zurück? War das hier durch? Sie ist verletzt.
Wir können es beenden. Oh, leck mich. Habe ich denn jemals Ruhe? Du, ich bin gerade nicht so gut drauf. Alright. Okay. Let's go. Das ist so eine ultra krass starke Attacke. Oh nein, 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 nicht ins Gift, nicht ins Gift drehen, Kratos, nicht ins Gift drehen. Oh, aber das war knapp. Oh, sie ist wieder weg, die kleine feige Nuss. Führt das Blut zu ihrem Versteck? Ja, wir folgen dem Blut. Alter, das ist ja wieder in der Ecke, wo ich noch nie war. Das ist ja schon wieder eine Ecke, wo ich noch nie war. Es gibt kein Ende hier, ne? Kavams. Fußspuren vom Drachen. Der ist hier hoch. Wie komme ich nochmal hier hoch? Ich entferne mich immer mehr vom Drachen, ne? Den Lift kann ich nicht nehmen. Warte, das muss doch irgendwie hier so rum gewesen sein. Ja, doch, ich glaube so. Hier rüber, durch die Höhle. Oder bin ich von hier gekommen? Ich bin total verwirrt. Nee, von hier bin ich gekommen, das Vieh ist hier durchgebrochen. Tada, simsalabim, riesiger, mega geiler Dschungel. Ich meine, wir wissen ja, wo die ewige Wut haust. Und zwar da hinten in ihrem Unterschlupf. So, dann ist er hier. Ah, hier ist eine Kette, die ich anscheinend nicht runtergetreten habe. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Hey. Machen wir mal das hier weg. Das führt sicher zurück zu dem Versteck, auf das wir gestoßen sind. Dort können wir vielleicht endlich das Handwerk legen. Schade. Bewunderst du sie? Sie hat dieses Land terrorisiert. Dieser Urwald war ihr Zuhause. Sie hat ihn verteidigt auf ihre Art. Aber wenn der Tod die einzige Ehre ist, die wir ihr erweisen können, dann ist das so. Dann ist das so, ihr habt's gehört. Gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ach, die sind schon wieder hier. Und nicht vergessen, bewerten, kommentieren und tschüss.